So, na dann, auf zum Marker. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Hinterhalt. Fieser, beschissener Hinterhalt. Verpiss dich. Hau ab, du. Komm, sieh zu! Oh, Junge! Ja, schön. Einfach entspannte Leute hier. Das ist großartig. So. Das darf nicht wahr sein, Mann. Das darf einfach nicht wahr sein. Und natürlich ist der Penner hinter mir her. Der Penner ist hinter mir her. Der Penner ist hinter mir her. Komm, hopp, 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 Junge. Alter, voll daneben geschossen. Echt jetzt? Oh, Junge. Oh. Ist das nicht ein nervender Bastard, ey? So, muss ich da hin? Hier muss ich hin, oder was? Ist ja gar kein Problem für mich. Oh, oh, das ist langsam nicht cool. Nein, Junge, nein! Komm, hau ab! Ja, muss ganz kurz sich entspannen. Oh nein, ich hab auch das ganze Helfzeug ver... Nein! Wie doof kann man denn sein? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Habe ich das vorhin alles verkauft? Ah, Kinder, nee. Textblock. Alter, echt jetzt? Tightman, was ist los? Wie kannst du dich lesen? Tightmans letzte Hoffnung. An diejenigen, die diese Nachricht finden. Es gibt Leute, sogar unter meinen Angestellten, die mich für das, was ich auf dieser Station brachte, als Monster bezeichnen. Sie sagten, der Marker sei manipulativ. Dass er meine Entscheidung beeinflusst habe. Sie verstehen nicht, dass es für diese Gemeinschaft, für unsere Spezies getan habe. Titan Station war eine tote Hülle, bevor ich ihr mit Forschungsgeldern der Regierung wieder Leben eingehaucht habe. Diese Forschungen über unvorstellbare Energiequellen, Fertigungstechnik, Effizienzen, die über, ist überhaupt ja nicht laut, die über unseren Horizont hinausgehen, sind diese einzige Hoffnung der Menschheit. Wir haben uns zu lange auf destruktive Planetenausschlachtung verlassen. Und jetzt können wir nicht mehr von uns selber, für uns selber sorgen. Wir brauchen den Marker zum Überleben. Wenn wir es nicht schaffen, sie zu verstehen, gibt es keine Hoffnung mehr für die Menschheit. Ja. Tightman. Ist mir total Latte. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. So, okay, machen wir jetzt hier nochmal ein Save. Und dann into the pit. Und nu? Achso.
Ja, nu? Oh, wo ist er? Hä? Was soll ich denn jetzt hier? Hab ich was übersehen? Hä? Warum soll ich hier hin? Sorry, aber raff ich gerade irgendwas nicht? Ja. Ja, manchmal ist halt echt. Manchmal sind die echt scheiße. Oh! Oh, Scheiße. Kommt hier raus, Mann. Das ist voll cool. Ich lasse nicht zu, dass sie das alles wegwerfen. Nee, mach mal nicht, Alter. Komm, komm. Fette Execution. Ja, kannst du auch sterben, jetzt bist du durch. Ja, das hatte ich jetzt nicht überrascht, oder? Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Nein. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe Ihnen vertraut. Ich pfeife auf Sie und auf Ihren Scheißmarker. Oh, Scheiße. Scheiße, Alter. Scheiße, scheiße, scheiße! Laut, wieso? Scheiße, Alter. Ich pfeife hier auf den letzten noch. Ja, ne, kann man sich halt auch einfach nur hinsetzen und aufs Ende warten. Tja, was hat alles getan? Das alles Mögliche. Das ist keine Option mehr. Kannst du nur noch die Waffen strecken. Und auf sein Ende warten. War das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ja! Das war der Plan. Ich hätte auch noch eine. Ich kopf euch doch und hol sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Ellie, ist es zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufpassen! Ohlalalalalala. Da muss man auch erstmal gut manövrieren können, ey. Oh! Wo
Uiuiuiuiui. Nein. Muss ich jetzt hier wieder ausweichen? Ein ganz normaler Montag für Isaac. Feierabend. Ein kleines Easter Egg. Na, Teil 1, da ist nämlich Nicole da irgendwie. Der Geist von Nicole. Ja, ihr Lieben, das war Dead Space 2. Also ein ziemliches Feuerwerk, möchte ich meinen. Ich habe es jetzt nach sehr, sehr langer Zeit wieder mal gespielt. Und ich finde, das ist absolut sehr vorteilhaft gealtert. Irgendwie ist es immer noch ein totaler Knaller. Weil so viel passiert, dass man sich das jetzt... Also ich habe es mir jetzt nicht über Jahre hin gemerkt, irgendwie was passiert ist. Und da liegen halt schon mindestens 10 Jahre dazwischen, dass ich das gespielt habe. Und ja, krass. Richtig, also man hat richtig gemerkt irgendwie, dass einem doch wirklich noch echt mega die Pumpe geht irgendwie in diese ganzen Stresssituationen. Und ja, also ich habe es jetzt wirklich noch auf moderaten Schwierigkeitsgrad gespielt irgendwie. Aber das jetzt nochmal wirklich... Auf Hardcore. Also ich nicht mehr. Ich hab's einmal gemacht. Reicht mir. Ja, ihr Lieben. Ihr könnt ja mal sagen, wie es euch gefallen hat. Eure Meinung würde mich da jetzt mal sehr interessieren. Freut ihr euch schon auf das neue Dead Space? Soll ja nochmal geremaked werden irgendwie. Seid ihr da ein bisschen heiß drauf? Wollt ihr es auf dem Kanal sehen? Wenn ja, lasst es uns wissen. Ansonsten kann ich nur sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Unterstützt weiter in den Kanal. Ihr treuen Seelen. Ja, ansonsten hinterlasst Spuren, zeigt, dass ihr da wart. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann. Ciao.